Wenn ihr Siedler 4 gespielt habt, habt ihr sicher schon diesen Button gesehen und euch gefragt, was er eigentlich bringen soll. Heute bekommt ihr die Antwort. Der Prio-Button ist eine komische Geschichte in S4, denn die letzten 20 Jahre war nicht wirklich klar, wie er eigentlich funktionieren sollte, weil er verbuggt war. Wenn man zu viele Gebäude, sagen wir um die 10, auf Priorität setzte, konnte es passieren, dass keinerlei Baumaterial mehr transportiert wurde und der Aufbau der Siedlung vollständig zum Erliegen kam. Ergebnis war, dass von den allermeisten Siedlerveteranen der Rat kam, diesen Button auf keinen Fall anzurühren. Das wurde erst vor einigen Monaten vom Team Interceptors United behoben, was die Frage aufwirft, wie die Funktion eigentlich arbeiten sollte und wie sie genutzt werden kann. Dazu muss man aber erst verstehen, was der normale Zustand ist. Spulen wir also nochmal zurück. Der normale Ablauf ist etwas vereinfacht wie folgt. Ihr platziert eine Baustelle, die direkt versucht, Planierer anzufordern. Die am nächsten stehenden Planierer, die gerade nichts zu tun haben, werden den Auftrag übernehmen. Wenn die gerade am anderen Ende der Siedlung stehen, ist das natürlich ungünstig. Falls keine Planierer frei sind, kommt der Auftrag in die Warteschlange und wird von den nächsten frei werdenden Planierern bearbeitet. Sobald die Planierer einen bestimmten Fortschritt erreichen, beginnt die Baustelle ihre Materialkosten anzufordern. Darum kümmern sich die am nächsten stehenden Träger, die gerade keiner anderen Aufgabe nachgehen. Diese versuchen dann, die am nächsten gelegenen Rohstoffe zu holen, sofern diese noch nicht für andere Zwecke geblockt sind. Sobald mindestens ein Baumaterial an der Baustelle liegt, beginnt diese Bauarbeiter anzufordern, wie sie es zuvor mit Planierern und Trägern getan hat. Bauarbeiter sind aber insofern besonders, dass sie zu zwei Bedingungen wieder freigegeben werden. Entweder weil das Gebäude fertig ist, oder weil kein Baumaterial mehr an der Baustelle liegt. Bauarbeiter können also zwischen Baustellen pendeln, was euch Zeit kosten kann. Also was macht der Prio-Button? Im Grunde genommen könnt ihr damit eure Gebäude in zwei Gruppen unterteilen. Die Gebäude, denen ihr Priorität zugewiesen habt, werden bei den einzelnen Schritten immer zuerst berücksichtigt. Gebäude ohne Priorität werden also erst planiert, wenn alle Gebäude mit Priorität planiert wurden oder ihre Planierer bereits zugewiesen bekommen haben. Das gleiche gilt für Baumaterial, wobei hier für Bretter, Stein und Gold einzeln verwaltet wird. Das machen sich manche Wikinger-Spieler zunutze. Da die Holzfäller und Förster der Wikinger keine Steine benötigen, kann ein Wikinger-Spieler seine Holzindustrie mit Priorität belegen und trotzdem schon mal Steine zu den übrigen vorplanierten Baustellen liefern lassen, wenn die Trägersituation es zulässt. Für Bauarbeiter gilt das natürlich auch, wobei sie theoretisch immer noch zwischen Baustellen wechseln können. Priorität hat damit zwei besondere Anwendungen. Zum einen könnt ihr damit eine Siedlung deutlich weiter vorausplanen, indem ihr eure Baustellen in die Gruppen Jetzt bauen und Schon mal vorbereiten aufteilt. Auch auf Singleplayer-Karten mit einer recht engen Build-Order kann dies nützlich sein, damit ihr nicht durch zu weites Vorausplanen eure Gebäude in der falschen Reihenfolge aufbaut. Diese Spielweise geht aber auch mit der Verpflichtung einher, beide Gruppen ständig im Hinterkopf zu behalten und immer wieder Gebäude von der zweiten Gruppe in die erste zu verschieben. Gerade im späteren Verlauf einer Multiplayer-Runde kann das problematisch sein, wenn man sich dann noch aufs Kämpfen konzentrieren muss. Ein Ausstieg aus der Priorisierung ist zwar möglich, in dem Fall müsst ihr aber alle Gebäude, die Priorität haben, von der Liste streichen, damit dieser Übergang wirklich nahtlos erfolgt. Wenn ihr einfach irgendwann aufhört, Gebäude zu priorisieren und die Listen damit abarbeiten lasst, führt dies im großen Stil eigentlich immer zu vermeidbaren Verzögerungen, die euch zurückwerfen können. Der andere Anwendungszweck ist die Möglichkeit, im begrenzten Umfang einen Siedlermangel aufzufangen. Da erstmal nur priorisierte Gebäude mit Baumaterial beliefert werden, werden auch weniger Transportaufträge für Baumaterial vergeben. Häuser mit Prio zu belegen kann sich also lohnen, wobei sich von selbst verstehen sollte, dass große Wohnhäuser am Siedlermangel absolut ungeeignet sind. Große Wohnhäuser brauchen mehr als 8 Bretter und Steine, müssen also mindestens zweimal Baumaterial anfordern. Und da Bretter immer zuerst verbraucht werden, wird Stein fast immer zu spät angefordert, als dass die Bauarbeiter das Haus in einem Durchgang hochziehen könnten. Priorität kann also ein zweischneidiges Schwert sein. Auf manchen Einzelspielerkarten sehe ich sie als sehr nützlich, aber im Multiplayer gibt es durchaus eine Lernkurve und ob dieses Feature zu meistern wirklich einen Mehrwert bringt, ist strittig, insbesondere weil es eine weitere Fehlerquelle ergänzt. Im Singleplayer könnte man sich vielleicht eine gute Prioritätsetikette aneignen, wenn auch nicht wirklich irgendetwas anderes, was im Multiplayer standhält. Aber spätestens nach Ablauf der Peacetime wird die Aufmerksamkeit des Spielers in der Regel durch zu viele andere Aspekte des Spiels gefordert. Ob man dieses Feature nutzt, bleibt also eine sehr individuelle Entscheidung.